Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Folge habe ich noch gesagt, ich würde gerne in dieser Folge ein Poolhaus bauen. In dieser Folge sage ich, ich habe noch keinen rechten Plan davon. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, aber ich weiß noch nicht die Herangehensweise. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen soll, ob ich mich jetzt an so einem fertigen Bauplan orientieren soll oder komplett eigenständig baue, weiß ich alles noch nicht. Und deswegen würde ich sagen, in dieser Folge räumen wir erstmal hier ein bisschen auf, damit wir auch Platz haben. Ne, wie beispielsweise die ganze Brainstorm-Area, die könnten wir mal löschen. Dann haben wir hier die ganze Brettersammlung, die kann weg. Also wir haben eigentlich in dieser Folge genügend zu tun, vor allem wenn wir dann nochmal auf Play drücken und sich hier nochmal ein bisschen was bewegen, vielleicht irgendwelche Ereignisse eintreten. So, wir löschen jetzt, denke ich mir gerade und dachte so, ach, könnten wir? Nein, okay, wir löschen die. Weil ich war noch so am Überlegen, können wir vielleicht doch das ein oder andere gebrauchen? Wir löschen. So, dann Karakal, lassen wir hier. Das brauchen wir auch nicht. Das war die goldene Umrandung. Weg damit. Alles Erinnerungen aus der Vergangenheit. So, dann haben wir hier, Terrasse 1.0. Weg damit. So, dann haben wir hier, der Strauch, wo ich am Überlegen war. Weg damit. Den brauchen wir nicht. Karakal lassen wir auf jeden Fall im Müll fahren. Wo? Ach ja, der spawnt da ja nicht direkt hin. So, warte. So, warum haben wir hier Protestanten? Ich guck mal ganz kurz nach. Also, die demonstrieren gegen Kegelrobbe. Warum gegen Kegelrobbe? Weil, ist jetzt nur eine Frage, weil es denen zu gut geht. Weil die ein schönes Gehege haben oder was. Da ist noch einer. Oh, guck mal, negativ Einfluss auf die Gäste sind die hier. Guck dir das an, die sind negativ Einfluss. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Oh, krass. Ja, krass. Ist das hier die Anführerin? Weil, ne, hier haben wir, die halten alle, sind alle in Rot gehalten und die sind so ein Lila. Warum, was ist mit der los? So, wir gucken mal ganz kurz nach. Wir haben hier, war zu lange in einer Transportbox. Ja, das sehe ich. Aber das Problem ist nicht von mir gestaltet, sondern von dem Spiel selber. Da kann ich nicht für, es tut mir leid. So, wo haben wir Müll? Der sagt mir hier irgendwo, wir haben hier Müll. Aber ganz da haben wir Müll. Hier haben wir, oh lol. Okay, wir haben hier kein Müll, wir haben hier Sandalen wieder unterwegs. Ja, okay, ich habe mich auch schon ewig gehalten, nicht mehr darum gekümmert. Heide Witzka. Okay, noch alles gut? Müll fahren. Okay, immer noch Müll. Ja, was könnte man da machen? Also, wir haben hier, was haben wir hier? Hier haben wir den Generator. Den würde ich auch nicht wegmachen, weil der Raum sonst ungenutzt wäre. Theoretisch bräuchten wir den nicht mehr, aber den lasse ich da. Genauso wie diesen hier. Ne? Der hier ist schön eingebunden. Genauso wie, zeige ich dir ganz kurz, im australischen Themenbereich. Hier mussten wir hin. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. So, und das hier. Ne, das ist auch eigentlich recht schön eingebunden. Könnte ich natürlich theoretisch löschen, aber ich kann es auch lassen. So. Aber wo haben wir jetzt Müll? Das frage ich mich immer noch. Müll fahren. Viel Müll fahren. Oh, jo. Warte mal, ich hab doch hier Kehrmeister, oder nicht? Gäste. Ich hätte ist auch von mir. Entschuldigung, ist meine Schuld. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, du hättest einen Schirm mitnehmen sollen. Ja, da hast du vollkommen recht. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich nicht leid. So, wir gucken mal ganz kurz nach. Also, wo sind meine Kehrmeister? Ich war schon ewig nicht mehr in den Optionen. Hier, Tierpfleger, Tierärzte, nee. Techniker auch nicht. Zoopfleger. Sind das Zoopfleger, die Kehrmeister? Ja, ne? Niedrige Arbeitsauslastung. Ist ja wunderbar. Freut mich. Ist ja toll. Aber vielleicht Mitarbeitervorteil. Mitarbeitervorteil. Kann ich mir den mal kurz angucken, wo der hier ist? Und vor allem, wo sind meine Mitarbeiter? Ich habe hier die Mitarbeitervorteil medizinische Versorgung. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum sind meine Mitarbeiter da hinten, wenn noch hier eine Problematik aufgetreten ist. Ist der Themenbereich eventuell zu groß für die? Könnte das sein? Müssen wir eventuell nochmal einen Kehrmeister einstellen?
Zoopfleger. So, dann kehrst du mal ganz kurz hier, bitte. Ich würde dich gerne mal einmal anklicken. Danke. Dann sagen wir dir nämlich, du arbeitest jetzt im Bereich Asien. Weil Asienmauer ist eigentlich in Ordnung, aber Asien selber ist nicht so in Ordnung. So, wir gucken weiter. Ne, räumen wir mal hier weiter ein bisschen auf. So, wir sind im Asien. Ja, okay, der Themenbereich ist auch sehr groß. Da sollte man wirklich vielleicht den einen oder anderen Kehrmeister tatsächlich noch einstellen. So, hier. Das kann weg. Das kann erstmal da bleiben. Habe ich gerade so beschlossen. Hier bin ich ja noch am Struggeln, am Überlegen, ne, mache ich da weiter oder beziehungsweise lassen wir die, das weiß ich noch nicht so ganz. Dann haben wir hier die Brücke. Die Brücke, die Brücke. Ich weiß nicht, wo ich die hinsetzen soll. Mal ganz ehrlich, passt irgendwie nicht so, ne? Von der Größe her allein. Ich könnte jetzt hier drüber setzen. Passt nicht, kommt weg. So. Dann haben wir hier diese rosa Sträucher. Die können schon mal auf jeden Fall weg. Der hier kann auch weg. Brauchen wir nicht. Dann haben wir... Die Brücke finde ich tatsächlich nicht schlecht. Haben wir die eigentlich schon mal irgendwo verbaut? Nee, ne? Ich guck mal ganz kurz. Nein, haben wir nicht. Ja, das ist... Okay, der Brunnen wäre auch noch eine Option für einen Garten. Das ist eigentlich alles eine Option für einen Garten. Das ist das Problem. Okay, das kann weg. Das lassen wir mal. Vielleicht brauchen wir das noch. Was habe ich da jetzt gerade gelöscht? Das können wir auch nochmal vielleicht eventuell gebrauchen. Ich kann sehr viel löschen anscheinend. So, dann haben wir hier... Was habe ich hier versucht? Hier habe ich irgendeine Verbindung versucht, aber die sieht nicht aus. So, dann haben wir hier einen Stein. Der kann... Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. Wie heißen diese Holz... Jetzt sag, wie heißt denn dieser Holzbalken? Jetzt sag bitte nicht Holzbalken. Bitte. Bitte. Okay, wir gucken mal kurz. Holz. Heißen die Holzbalken? Die in Rot. Diese umlackierbaren. Ja. Yeah. So. Wenn wir den nämlich hier reinsetzen würden, eventuell. So. Sieht halt gut aus. Warte mal, ich mach mal ganz kurz Lampe an. Moment, wir können ja hier sagen, Bau, sagen wir bemalt. So, dann haben wir genau die Mitte. Ist das der flache? Ne, ist der eckige. Gut, dann nehmen wir hier nämlich die Farbe Rot. Gut, dass ich hier schon mir gemerkt habe, welche die rote Farbe ist. Rot. Dann nehmen wir den hier. Wäre auch noch eine Option. Ich setze das mal kurz in die gerade aufgeräumte Brainstorm-Area. Ja, das trennen wir aber von der Gruppe. Habe ich hier vielleicht eine Farbmarkierung? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz nach. Haben wir hier eine Farbmarkierung? Oder eine Farbe? Jo, haben wir. Ach, das ist die 85000D. Okay, alles klar. So. Wir brauchen... Das ist mein... Okay, hier. So. Eventuell können wir das später gebrauchen. So. Wäre eine Option, das oder das hier. Eins von beiden. Dann haben wir auf jeden Fall eine Säule. Ich weiß es nicht, ne? Ich bin immer so unschlüssig, weil ich immer denke, oh, das könnte ich aber doch vielleicht noch gebrauchen. Und das könnte ich eventuell vielleicht auch noch gebrauchen. Ich kann da so schlecht... Okay, das kann weg. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das Gitter brauchen wir auch nicht. Junge, warte mal. Mach nochmal. Hast du das gerade... Pass auf, wenn das löscht, wie das nachzieht... Pass auf, ich guck mal. Da, du hast ja noch die Raster. Achte mal. Hast du das auch? Yo. Siehst du das? Zieht ja volle Kanne nach. Da siehst du die ganzen Raster noch. Krass. Okay. So, das haben wir schon mal, ja, haben wir ja schon mal richtig gut aufgeräumt hier. So. Das hier sehe ich nicht im Garten. Das hier auch nicht. Das kann schon mal weg. So. Dann brauchen wir das nicht mehr. Das haben wir ja schon da hinten. Diese Glöckchen hatten wir da. Die können weg. Ne?
Die machen wir weg. So, dann haben wir hier Azelee groß, Azelee mittel. Okay, das kann auch weg. Dann haben wir hier Hortensienbusch, richtig. Ah, hier, das kann auch weg auf jeden Fall. Dann kann das hier weg. Ja. Ich verstehe das noch nicht. Das Ding heißt Riesenwasserfreund. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So, Bambus brauchen wir wahrscheinlich für die Pandas. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Dann haben wir hier noch kleinen Bambus. Ja, kommen wir der Sache schon mal ein bisschen näher, ne? So ein bisschen aufräumen tut manchmal echt gut. Ich würde sagen, der kann auch weg. Den würde ich auch eher hier nicht sehen. Also ich möchte gerne so auf diese Art gehen. So Trauerweide heißen die Dinger, ne? Ja, Trauerweide und dieser Orangenbaum, Tamarindenbaum, ja. So in dieses, ne, normale Grün, weil wir haben ja im Außenbereich, im Beet, haben wir ja so Farben, ne? Gelb, hatte ich ja mal erklärt. Zweimal schon sogar, glaube ich. Ne? Deswegen würde ich sagen, mach mal hier nämlich eher grün hin. Ja, da haben wir auch einen Tamarindenbaum, aber das ist einfach nur so ein mittleres Highlight. Deswegen ist das okay. Die, glaube ich, wären nochmal wichtig für uns beide. Das glaube ich. Also, wir hätten theoretisch die Möglichkeit, mit dem, was ist das denn? Achso, das war das, ja, okay. Das. Ich glaube, die brauche ich auch nicht. Die können auch schon mal weg. So, wir kommen der Sache schon mal ein bisschen näher, ne? Jetzt haben wir hier noch diese komische Blume. Die kann weg. Der kann auch weg, würde ich sagen. Ja, kann weg. Weil wir haben ja einen Tamarindenbaum, haben wir uns da schon. So, Trauerweide würde ich mir gerne noch hier hinsetzen. Können wir ja einfach hier rüber kopieren. So, beispielsweise. Na, dann gucken wir mal, welche wir da brauchen. So. Vom Stil her. Bergahorn sehe ich hier nicht so ganz. Stechpalme. Ne, auch nicht. Könnte was sein, die gemeine Esche, wenn die nett wird. Ansonsten fliegt die raus. Dann haben wir hier auch nochmal so Seerosen. Die können auch weg. Ja, guck mal, wir kommen der Sache schon echt näher. Das kann auch weg. So. Oder? Ja, also hier würde ich tatsächlich nur Bäume hinsetzen wollen. Ja klar, und den, ne? Das Poolhäuschen selbstverständlich und da dann halt auch Rasen und ein kleines Gartenhäuschen und so da hinten auch, ja. Boah, schwierig, ne? Weil ich bin echt am Überlegen, was wir noch hiervon brauchen könnten. Also, eins von den Säulen nehmen wir auf jeden Fall für so ein Häuschen, das weiß ich. Das heißt, die beiden können wir uns eigentlich schon mal hier hinziehen. So. Dann haben wir das schon mal. Dann können wir das uns hier hinsetzen. Dann wird der Bereich da mal ein bisschen sauberer und aufgeräumter. So, dann setzen wir das nämlich auch hier hin. Wir müssen uns auch Gedanken machen. Dann kann ich dir das ja direkt auch sagen. Ja. Nein. Falsche Taste. Dann kann ich dir auch direkt sagen, womit ich auch meine Gedanken gerade so vertreibe. Wo setzen wir das Gartenhäuschen oder den Pool, das Poolhäuschen hin? Das ist ja noch die nächste Frage. Ne? Weil da muss man sich ja Gedanken machen. Setzt man das an die Seite, oder die Seite? Wo sieht es am gequetschesten aus? Wo sieht es am besten aus? Wo macht es sich gut? Alles Fragen, die man so durch den Kopf geht als Planer. Oh. So, wir haben jetzt noch ein paar Skulpturen. Gibt es diese hier? Wie heißen die? Pflanztopf. Okay, pass auf, wir gucken mal ganz kurz. Natur? Bestimmt im Garten sind die. Gibt es die in groß? Weil das wäre echt nice. Aber wir gucken mal ganz kurz. Könnten theoretisch auch das hier nehmen. 2 Meter. 2 Meter? 2 Meter. Okay. Nehmen wir einen 2 Meter. So. Und der Pflanztopf. Neue Welt, neue Welt. Achso, der ist nur so klein, ne?
Was gibt ihr nun in dieser Größe? Weil ich war mir überlegen, eventuell so einen Baum da reinzusetzen. Sieht eventuell gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Wenn ihr den so da reinsetzt, zum Beispiel. Ja, oder zum Beispiel. Sagen wir jetzt einfach mal. Machen wir den. Zum Beispiel hier, ne? Dass wir das so drumherum setzen, beispielsweise. So. Könnte man machen, ne? Also, ne, perfekter Ausrichten, klar, aber das wäre eine Option. Wir können aber nochmal ganz kurz hier gucken, ob wir hier noch was haben. Blumentopfmulch. Der ist so klein, ne, den braucht man nicht. Aber ich... Es wäre auch eine Option. Das wäre auch noch eine Option. Warte, dann setzen wir das direkt hier hin. So. Und das setzen wir dann einmal da drauf, damit ich halt später weiß, das ist jetzt so ein kleines Brainstorming, aber im aufgeräumten Bereich. Das wäre auch noch eine Option, was man machen könnte. Warte mal, bei der neuen Welt, das sah auch nicht so verkehrt aus. Hier, neue Welt, Mittel. Klein, Mittel. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Mittel nimmt, so, und den setzt man dann da rein. Nur als Beispiel. Ne, dass man das so ein bisschen in so einen Topf setzt. Das wäre auch noch eine Option. Weil ich könnte jetzt die Bäume natürlich hier überall so hinstellen. So. Sehe auch gar nicht verkehrt aus. Ist auch gartentypisch. Aber wir haben hier überall im asiatischen Themenbereich haben wir hier überall Bäume platziert. Mehr als genüge Bäume sogar. Aber die haben wir immer so in den Boden gesetzt. Und das ist halt für mich so reine Natur. Hier, wenn wir die jetzt in so einen Kübel setzen, sagen wir, okay, das ist Natur, aber vom Menschen geschaffen. Ne? Hier, der Baum, wenn der so wachsen würde, wäre der halt irgendwann mal so gesät worden. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Das ist gerade ein bisschen kompliziert zu erklären. Habe ich etwa... Ich habe die nicht mit rübergenommen. Okay, sehr schön. Pass auf, dann müssen wir das hier nochmal machen. So, dann gehen wir hier Bau und sagen hier... Ne, nicht dünn. Genau, nehmen wir das hier. Nehmen wir die auf 6 Meter, ne? Dann haben wir auf jeden Fall genug Spielraum. Dann sagen wir hier, Farbe einmal ändern bitte in... dieses Rot. Anwenden. Warum das Rot da gerade nicht unten war, weiß ich nicht. So, jetzt ist es auf jeden Fall da. Ja, das sind auf jeden Fall... Das sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus und aufgeräumter. Gut, für den, der jetzt gerade einschaltet, denkt sich, wo ist das denn aufgeräumt? Ja, ist es, weil ich jetzt so einen kleinen Plan habe, wie ich weiter vorgehe. Die könnte man auch da drum setzen, oder? Oder wäre da zu viel? Nee, ich finde die flachen da besser. Nee, das wäre zu viel. Ich fände die flachen da besser tatsächlich. Ja, und hier müssen wir gucken mit diesen Zubehörteilen, ne? Weil das hier sehe ich aktuell tatsächlich noch nicht so, diese Hasenohren. Die machen wir jetzt erstmal weg, weil die sind ja hier schön verbaut als Blume. Ja. Und den Brunnen weiß ich noch nicht, weil den haben wir ja theoretisch da in Großform. Aber es wäre vielleicht ein nettes Gimmick, wenn wir den zum Beispiel in so was hier setzen würden. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen kleinen Plan. Wir wissen, ne, diese Sachen, diese Bäume, diese Natur, diese Gegenstände werden auf jeden Fall irgendwie in den Garten Einzug erhalten. Ne, vielleicht die Brücke nicht hundertprozentig und das hier vielleicht auch nicht hundertprozentig. Ach, schon wieder. Was ist denn hier los? Warum robbt die denn nicht weg? Komm. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ah, siehst du, kann sich bewegen. Sag mal, die Fische sind größer als ihr, ne? Wollte ich nur mal kurz anmerken. So, das heißt, in der nächsten Folge... Oh Mann. In der nächsten Folge würde ich dann... Alter Verwalter, sind echt viele Bäume, ne? Fällt mir mal gerade so auf, im Gegensatz zu den anderen Themenbereichen. Krass. Gut, in der nächsten Folge fangen wir dann das Poolhaus an. Bis dahin werde ich mir mal irgendwie Gedanken gemacht haben und ja, wir haben ja jetzt wieder einigermaßen hier alles aufgeräumt.
Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.